Sich bei dem Game. Erstmal ist es das beste Spiel, ja. Ich kann ja eh nichts sehen, wenn zu viel Nebel und Sonne und Explosionen sind. Ne? Hier lenkt mich nichts ab, hier geht's ums Töten. Aber Steam übernehmen? Und deshalb habe ich bei Steam eigentlich aufgehört. Aber ja. Quake, also ich habe Quake 3, ich habe Hunter damals auf Nightmare gehabt. Da war ich, weiß nicht, 14. Das war richtig selten, dass einer Hunter auf Nightmare schafft. Ist ja nur ein Bot, ne? Aber die war halt berüchtigt, dass die halt scheiße schwer ist. Und als es dann bei Steam kam und uns die alles weggenommen haben. Ja, das ist echt schon so. Also ich habe gestern gesehen oder vorgestern, so, wir werden hier sogar getrackt in dem Game. Und dann war ich noch verliebter. Es gibt eine Seite, da getrackt. So. Also hast eine Seite, wo du gucken kannst, wie viele Kills hast du, wie oft bist du gestorben. Übel geil. Ja. Die wurde auch von unserem Manager aufgezogen. Damit hat der iRule nichts zu tun. Das hat der, ist ein Impressive-Spieler von, da heißt. Der hat alles in Gruppen gelegt, bearbeitet er auch ein bisschen mit. Aber wenn ihr die seht, die haben auch Coder-Rollen, glaube ich. Die sind ganz nette. Die machen da ziemlich viel mit Tracking. Der eine, es gibt auch ein Demo-System. Du kannst praktisch jedes Spiel, das beendet wird in der Intermission. Oh, der war so fies, ne? Das wird in einer Demo festgehalten. Das heißt, du kannst dann die Demo runterladen vom Server, auf Singleplayer laden. Mit dem Namen, das heißt, du benennst sie, keine Ahnung, Markus, und dann lädst du Demo Markus. Und dann kannst du das Spiel, das du gespielt hast, genauso nachahmen oder nachschauen, wie es passiert ist. Praktisch, du kannst dich da selber. Was wird eigentlich bei jedes Mal, wenn ich drauf connecte, steht Recording? Werde ich aufgenommen? Oder könnte ich mir das selber angucken? Ja, die Demos werden aufgenommen. Ich werde jeder, der mich spielen sieht, ne, der denkt, ja, der muss kaputt sein im Kopf. Nein, nicht so. Also die Demos werden aufgenommen. Die werden eine Zwischenzeit auf dem Server gespeichert. Das ist serverabhängig. Manchmal werden nur 5 auf einmal gespeichert, manchmal 25. Die kannst du halt runterladen. Und wenn du die runterlädst, kannst du sie anschauen. Boah. Ansonsten werden die wieder gelöscht. Aber ich zitter immer so beim Zocken, ne? Das ist so eine Angewohnheit. Ja, doch wenn mich einer spielen sieht, der denkt, Alter, der ist völlig gestört. Ja, das ist wieder ein anderes Thema. Ja, also das mit dem Demo-System, das ist auch nochmal cool. Ja, es freut mich auf jeden Fall. Du bist ja auch auf Discord, ne? Ja. Wer bist denn du davon? Warte, wie was? Heißt denn das? Hallo? Ich bin ja jetzt auch drauf. Ich liebe diese Community jetzt schon. Und ich habe auch Bock, irgendwie mich dabei anzuschließen. Ich hätte auch Bock, ich hätte Bock auf ein 2 gegen 2, so, ne? Ich mache jetzt halt mit Dennis. Zock auch. Dann irgendwie so, dann zahlt man 2 gegen 2, das wäre mega witzig, ey. Ja, also kann man natürlich machen. Das wäre dann nur ein Casual-Spiel. Hier die Community besteht größtenteils aus Competitive-Spielern und Leuten, die halt ein bisschen labern zusammen. Also Competitive im Sinne von, dass sie ab und zu mal Turniere gegeneinander spielen oder seriösere 1 gegen 1 Duelle. So 1 gegen 1 in Insta und Epic und FFA sind so die gängigsten. Dann gibt es noch Capture the Flag, 3 gegen 3, in Epic und in Insta. Das sind so die meistgespielten Spielmodi. Dann gibt es noch Teamplay, das ist FFA, nur zu zweit halt. Oh, sorry, Dennis, ey. Bin so gut. Und, ja, das war's. CTF gibt es. Und es gibt noch irgendwie 4 andere Spielmodi, aber die werden nicht gespielt. Gibt es jetzt hier irgendwie einen Mod? Kann ich irgendwie was? Es gibt ja diesen Score. Ist hier irgendwas von wichtig? Scoreboard? Ja, ich weiß. Ich hab das halt im Nachhinein. Ich bin ja vorher auch AFK praktisch auf dem Server geblieben, hab gewartet, bis dann meiner kommt. Ich denke, irgendwann wird schon wer kommen, ne? Aber wo ich gesehen habe, dass es getrackt wird. Und es kam mal dieser Kühler, irgendwie ein Klarname, und dann ist der Kühler. Ja, der Kühler. Ja. Und ich hab ja den einen Server einfach clean gehalten. Ich bin da drauf gegangen, weil ich kenne keinen. Ich dachte, das ist alles klar, das hier ist mein Server, ne? Bleib da den ganzen Tag drauf und jedes Mal, wenn einer kommt, spiele ich halt gegen den. Und dann kommt der auf den Server und hat gesagt, das Ganze, was du hier machst, bringt gar nichts, ne? Ich sag's, ja, Handy, was soll denn das bringen? Und er sagt so, das bringt nichts, dass du die Leute hier abfarmst und ich hab ihn gar nicht verstanden. Ich denke, es gibt doch hier nichts zum Freispielen und bla bla bla. Was soll mir das? Es bringt doch eh nichts, das zu spielen so. Vielleicht geht's einfach nur um Spaß, ne?
Aber ja, die Leute wollen ja Errungenschaften auf Steam haben und Prestige und hast du nicht gesehen, dummes Gesülze. Da stellt sich ja die Frage, gibt's hier denn hier was zum Freispiel irgendwie? Ich glaube nicht. Hier geht's nur um Community-Ansehen und so. Also wenn du ein Turnier gewinnst, ist das schon cool oder so. Ja, sicher. So, man vergleicht sich halt gegenseitig in der Community, aber es gibt kein Ranking-System. Es gab früher mal eins, es gab früher viele. Das wurde auch dann von der Community gemacht. So eine Sauer League, PSL, Professional Sauer League gab's und dann auch nochmal die normale SSL. Und hast du nicht gesehen, seit 2008 gab es sowas. Bis 2018 gab's das letzte, sorry. Und da wurde das dann halt getrackt. Da konnte oh, mal aus der Luft gepflückt, ey. Da könnte mal im Sauerkomm fragen, im Sauerbraten, gibt, also jetzt hier im Chat, gibt es eine Hall of Fame? Irgendwer linkt das oder sendet euch ein Bild und dann seht ihr so ein paar Namen mit Sternchen, was die alles gewonnen haben. Also früher gab es richtig viele. Nicht zu spät, ja. Ich würde das wieder ins Leben rufen. Ich finde, also, wenn einer mir sagt jetzt, dass er besser ist als ich, ne, dann soll er sich das hier für 800 MB runterladen. Also wenn du mich hier drin besiegst, ne, dann halte ich auch mein Maul. Ja. Aber komm mir nicht mit diesem mit Bullet Drop und Schatten und da geht es ja eigentlich nur noch darum in den heutigen Games, wer den stärkeren PC hat. Mhm. Wenn du mehr FPS als ich hast, gewinnst du. Es hat nichts mit Skill zu tun, aber das hier, da geht's echt noch, da wird wie läufst du, wie verhältst du dich, wo deckst du dich, wie schnell zielst du, das hier ist für mich noch Skill. Aber ich bin auch ja, ein alter Mann, ne. Wie alt seid ihr denn so? Du klingst ich bin 33. Ja, ich sehe auch noch 33? Echt jung aus. Ich bin auch 33. Ich habe euch in den 20ern jetzt geschätzt. Ja, wir sehen auch noch so aus, also jung und knackig, so wie man das kennt. So wie man das kennt. Ja, aber ich finde, in den heutigen Spielen geht's eigentlich nur noch darum, wenn ich einen besseren PC als du habe, ne? Wobei selbst Vorteil. Das ist auch Quatsch, das wäre nur erstmal richtig Mathematik mal ein bisschen drauf hast, wie der PC funktioniert, das Gesamtsystem. Ja, EVA-Prinzip. Die Frames sind sowas von irrelevant. Das macht deine Reaktionszeit vom Gesamtsystem einfach gar nichts. Im schlimmsten Fall läuft es schlechter. Ja, wenn du davon nicht Ahnung hast, so, ne? Aber jetzt ach, so ja, ein für mich. Das hier läuft. Ja. Nee, mach ruhig. Wir sind da ganz. Also Sauerbraten ist auch hat einen Netcode sowas und der ist Client-Side. Das heißt, wenn du auf deinem Bildschirm trippst den Gegner, dann trippt das auch. Dann sieht es bei dem Gegner nicht unbedingt so aus, als hätte er getroffen. Wenn da jetzt ein großer Lag-Unterschied ist, zum Beispiel, wir haben ein paar brasilianische Spieler, wenn die dich treffen auf ihrem Bildschirm, dann stirbst du halt auch, wenn du schon hinter einer Wand warst. Ja, das aber hat der EA halt auch noch nicht auf Freie. Genau, da gibt es dann immer noch Server, ich glaube, irgendein Quake-Spiel hat auch Server-Side Detection. Das heißt, du musst wissen, wo der Gegner ist mit dem Ping. Ah. Und vor dem Aim oder hinter dem, ich weiß es nicht. Außer League of Legends hat das ja eigentlich jedes Game so einen leichten. Ich sag, das kriegt EA ja auch nicht auf Reihe. Da bist du auf deinem Monitor, bist du eigentlich schon um die Kurve rum. Aber auf seinen noch nicht. Ich glaube, deswegen braucht auch League of Legends auch so ewig lange zum Laden, weil der das versucht zu synchronisieren. Boah, ich hab voll die Camper-Ecke gefunden, ey. Hinter der Kiste da, ey. Aber ich liebe das Game. Es ist traurig, dass in so einer Zeit von so einer Technik das Spiel ist, was mich seit Jahren am meisten hypt. Und ich hoffe, dass hier auch Leute aktiv sind, ähnlich, dass ich immer alleine spiele. Ey, 2 gegen 2 wäre mega witzig. Also, ist da Bio, kennst du Bioweapon? Dynamik. Bitte was? Bioweapon? Der Typ hier auf dem Discord? Der ist krass im Insta. Alter, der ist. Also das war eine andere Hausnummer. Der ist echt. Der ist fix. Ich glaube, er weiß noch, wo ich spawne, Alter, so schnell wie er war, Mann. Ja, das ist halt echt krass. Der ist echt insane. Der hat auch Potenzial, Turnier zu gewinnen, aber bisher hat er es noch nicht geschafft. Wurde immer zu nervös. Ja, da kommt dann die Erfahrung ins Spiel. Die alten Hasen, die das jetzt schon seit 10, 12 Jahren spielen, die bleiben halt ruhig. Und die wissen, was der Gegner im Tournament macht. Das ist halt ein anderes Spiel verhalten dann. Aber sonst. Ja, ich mach das Ruffy Dennis Team auf, ne? Ja. Und alle, die im Discord Bock haben, einen reinzukriegen, ey, sind herzlich eingeladen. Ja, ansonsten spielt ihr einfach mal ein bisschen. Und wenn ihr da Interesse habt, dann Clans. Es gibt so ein paar
ob alles von der Community hochgezogen. Weil dann könnt ihr euch mal umschauen. Einfach auch im Spiel so. Könnt ihr auch mal auf den Insta-Server, auf den Insta-CTF-Server gehen. Da sind auch ein paar Spieler und ein paar Clans vertreten. Ja, die Mia hat mich gestern auch schon beraten. Es gibt wohl so einen Insta-Team-Server, so recht berühmt oder recht bekannt. Da wird immer drauf gespielt, so. Genau. Jetzt ja auch so ein bisschen nur ein paar Sachen hat es mir erklärt. Da bin ich groß geworden. Echt? Also ich habe Sauerbraten kompetitiv erst 2019 begonnen. Oder so richtig erst seit 2020. Und davor habe ich nur auf Venice gespielt. Also da bin ich wirklich aufgewachsen. So League of Legends habe ich gespielt, Minecraft echt sehr, sehr viel Lebenszeit rein investiert. Aber immer noch ab und zu mal Sauerbraten. So ein, zwei, drei Runden. Immer bei dem Namen, ne? Das nicht kenne. Und ich finde es echt fast besser als Craig, ne? Also Craig Champion finde ich sowieso nicht so gut, weil das ist wieder. Da brauchst du einen passenden Rechner. Aber Craig Live war cool. Das war echt ein gutes Game. Aber jetzt Sauerbraten ist wesentlich schneller, ne? Na, wie ist denn das, Kumpel? Darf ich dich auch auf YouTube hochladen oder muss ich da meine Aufnahme jetzt hier schneiden, wie blöde? Da muss ich schneiden. Was, mich? Ja, genau. Ach nee, mich könnt ihr reinlassen, wenn ich einfach nur mal kurz FFA erwähnen kann. Free for All, der beste Spielmodus in ganz Sauerbraten. Ja. Der sammelt, sorry, ich liege im besten. Hast du dann ja jetzt gemacht, bleib drin, alles cool. FFA. Ein bisschen Werbung, ja. Bisschen Eigenwerbung. FFA. Habe ich noch nicht gespielt, die einer meinte gestern schon, FFA spielen. Bitte? Einer von euch meinte gestern schon, sollte ich FFA spielen, ey. Nee, noch kein FFA. Das ist wirklich eine sehr steile Lernkurve. Davor würde ich Epic spielen, weil ihr kennt noch die anderen Waffen nicht. In FFA liegen die Waffen praktisch überall rum, auf einer Karte. Es gibt Rüstung, die ihr einsammeln könnt. Es gibt Leben, die ihr einsammeln könnt. Und Health Boost, das gibt euch, bis ihr stirbt, nochmal extra Leben. Also anstatt 100, 150. Und ein Quad Damage. Wenn ihr das einsammelt, macht ihr vierfachen Schaden am Gegner. Für 20 Quad Damage. Bis ich sterbe. Aber es hört sich eigentlich an wie ein Battle Royale. Also musst du alles aufsammeln, was du brauchst, oder? Du musst das aufsammeln, was du kriegen kannst, ohne zu sterben. Weil wenn der Gegner einmal ahead ist, wenn er seine Rüstung hat und du hast sie nicht, dann spawnt die erst wieder nach 30 Sekunden. Das ist sehr genau getimt vom Gegnerspieler. Und du musst halt schauen, wie du den töten kannst, weil die Rüstungen sind schon ordentlich. Die geben großen Vorteil. Also FFA ist mit CTF, also mit Capture the Flag, einer der strategischsten Modi. Lass dich mal rein. Ja, wenn er da wen sucht, einfach anschreiben. Ich glaube, wir machen ja die ganze Zeit Friendly Fire, kann das sein? Oh nö, ey, das. Nee, echt? Echt jetzt? Ich bin der Meinung, weil wir irgendwie in einem. Ja, weil Team, ne? Wir sind beide blau, ne? Attract by Teammate. Oh nein! Wir machen die ganze Zeit Minuspunkte auf. Alter, ich hab schon. Teamkameraden abknallt. Ihr müsst rot beschießen, sonst kriegt ihr manchmal. Wenn ihr zufällig Teamkills macht, dann könntet ihr automatisch spectated werden oder auch gekickt. Mit 2 Stunden. Lass mal, ey. Wir machen die ganze Zeit Friendly Fire, ey. Ich bin manchmal, ja, ich hab jetzt 32 Teamkills gemacht, ey, mal locker lässig. Aber wenn ich jetzt im Game bin, ich bin ja auch manchmal Speed, ne? Wie wechsle ich denn jetzt das Team? Bei B geht nicht, F10 geht nicht. Was drückt ihr denn, wenn ich im Game bin? Oder hier steht hier Switch Team. Aber wo muss ich drücken? Escape und dann Switch Keep. Escape und dann Switch. Herrlich. Dann wechselt ihr von Team Good zu Team Evil oder anders. Ich hab 37 Teamkills, ne? Minuskills. Ja, weil wir sind die ganze Zeit beide blau gewesen und wir schießen uns hier. Ich spiel doch Venice. Wir haben doch gar keine Ahnung von dem Game, ey. Ich spiel doch Venice, oder? Ach, scheiße. Ja, jetzt habe ich jetzt mal 37 Teamkills reingeholt, Alter. Ey, Dennis, hättest du das nicht gesagt, ne? Ich hätte dich den ganzen Abend weitergeschossen. Ja, ist mir mal so aufgefallen, weil er steht da ständig. Ich hab keine Warnung, Alter. Er gar zeigt da an, got fragged by a teammate, und ich denke mir so, irgendwie. Warnung, das ist die einzige Warnung. Und ihr bekommt so ein blaues Strickchen, wenn ihr auf dem Teammate. Keine Ahnung, nicht gesehen. Auf manchen Servern werdet ihr halt gekickt, wenn ihr andere Teammates die ganze Zeit tötet, auch wenn es jetzt unbeabsichtigt war, manche nehmen das ernst. Ja, weißt du noch, warum es diesen. Ich bin ja auf Duell gebannt worden.
Oh ja, jetzt hier bei euch? Ja, aber ja. Wo also, dran ist das? Darf ich nicht ins Windows grabbeln oder muss ja irgendwo dran liegen? Die haben ja nicht miteinander geschrieben, ja nur am Telefonieren praktisch. Ja, aber manchmal musst du dir vorstellen, das sind einfach hier auf dem sauberen Discord sind nicht alle Spieler. So. Es gibt natürlich auch noch viel mehr Spieler, die mit unserer Community gar nichts zu tun haben, die spielen einfach nur. Und die Server, alle Server sind nicht gemanagt von Sauerworld, ist die Community, sondern einfach, du kannst selber einen Server öffnen. Genau wie das geht, weiß ich nicht. Da könnt ihr andere fragen, die Coder, die wissen das bestimmt. Und da könnt ihr halt machen, was sie wollen. Gibt's halt manchmal Leute, die wollen zu zweit reden oder auch nicht. Beginner. Also ihr seid nicht die Einzigen, oder ihr seid die Einzigen, die auf den Discord kommen, aber ihr seid nicht die Einzigen, die das Spiel gefunden haben. Manchmal gibt es Gruppen von Freunden, die spielen dann zu fünft auf dem Server, haben keine Ahnung, wie es mit dem Master funktioniert. Und wenn irgendein Fremder joint, kicken die einfach um Bannen und dann können die für einen Tag lang nicht drauf. Ah. Das ist halt Kacke. Deswegen ist es wichtig, dass denen dann auch erklärt wird, oder jetzt auch euch, wie das mit dem Serverlocken funktioniert. Ich glaube, ich habe den Master auch. Habe ich den jetzt praktisch für immer oder ist das nur so zeitbegrenzt? Weil ich, also ich klicke. Wenn du liefst und wieder drauf kommst, ist er weg. Ah, ja, ich würde ja eh nirgendwo drauf rumklicken, weil ich habe keine Ahnung. Ja. Aber verstanden habe ich es halt nicht so ganz. Ja, das lernst du noch. Ja, das sind wie die Befehle in Minecraft, ne? Da kann ich auch irgendwann auch alle. Genau. Ja. Nee, sonst. Es sind halt einfach Randoms dann, die dann kicken. Oder macht so gelbe mit Bane. Aber das ist jetzt nichts Toxisches gegen euch. Die kicken mich dann auch, die kicken den Kühler, die kicken schon. Hier den alten Spieler. Ich hab's da schon persönlich genommen gehabt. Also hätte ich jetzt jeden bei Blickkontakt getroffen, hätte ich's verstanden, ne? Ja, ja. Aber das wäre herrlich, wenn ich so drauf wäre, ey. Ja, nee, also hier im Sauerbraten auch in der Community nichts zu ernst nehmen. Manchmal sind die Leute lustig drauf, manchmal sind die lustig dabei und dann ist das alles freundschaftlich. Manchmal sind die ein paar Klugscheißer. Aber jetzt nicht super toxic, das gibt's vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei, drei Jahre, dass es da echt Beef gibt. Auf jeden Fall hast du uns auf jeden Fall einfach gut verraten. Jo. Ach, und noch ein Tipp. Liebe Tipps. Also, es gibt böse Gesichter im Sauerbraten. War es ist einmal der Breaking Fucker. Der ist meistens auf dem Server, der heißt Epic Bitches mit 10.000 Ausrufezeichen. Der ist ein bisschen böse, also der ist auch schon seit 15 Jahren dabei oder so und macht Kacke. Früher hat er gedDoS die Server. Ich glaube, ziemlich anfällig für DDoS. Aber heute nicht mehr so. Der ist einfach nur noch toxic unterwegs, beleidigt. Schikaniert und kickt halt Leute random. Vielleicht stelle ich eigentlich ganz gerne. Also, der ist nicht so böse, ihr könnt ruhig mit ihm labern, dann lernt ihr ihn kennen, aber nicht alles glauben, was er sagt. Ja. Das gleiche gilt für der ändert manchmal seinen Namen, das ist das Problem, du kannst halt den Namen einfach ändern und so tun, als wärst du jemand anders, aber der heißt Bengu 1. Beide sind englischsprachig an sich. Der ist auch nicht so ganz glaubenswürdig. Also wenn euch irgendwer jemand eine goldene Rifle andrehen will, so ein Skin .exe, dann will ich da nicht draufklicken, oder? Das klingt mir nach einem Virus, ja. Ja, aber gibt's ja noch Waffenskins? Gibt's ja doch was zum Freispielen. Ja, gibt es. Also das konnte alles im Sauercoding. Nee, nicht zum Freispielen. Du kannst dein Spiel selber customizen, ist ja Open Source. Du gehst dann in den wie heißt denn das? Model-Ordner? Wo die ganzen Sauer-Models sind, dein eigener Charakter, Map-Models, die du zum Editen benutzen kannst, oder halt Waffen oder HUDs. Und da kannst du dann das Erscheinungsbild ändern. Ja, solange das nicht als Cheaten gilt, weil so, ich finde, eigentlich sollte jeder mit dem gleichen spielen. Nicht nur Texturen austauschen oder so, ne? Wenn ich das normale Spiel habe, dann kann ich deine Modifikation nicht sehen. Ist ja nur Texturen-Mod. Im Prinzip. Achso, ja, ja. Aber das gab es auch so, das kann ausgenutzt werden. Zum Beispiel, dass die Namen größer gemacht werden. Dass du die über lange Distanz besser sehen kannst oder so. Das gab es schon, oder dass auch
manchen Karten Bäume entfernt wurden. Das sind ja Map-Models in Sauerbraten, da wurden Bäume entfernt. Und die konnten dann durchschießen. Und das war halt nicht so offensichtlich. Oder die können auf der Karte, in CTF, hast du Minikarten, die können die Gegner anzeigen lassen, wenn das richtig code ist. Ja, das ist so scheiße. Ja, das ist scheiße. Ich dachte, es hätte ja sein können, dass ich hier irgendwas gewinne und dann wird meine Waffe schwarz oder was weiß ich, dann können das alle sehen, so dann... Nee. Also, wenn ich das normale Spiel habe, dann sehe ich nichts von deinen Modifikationen. Ja, dann bleibe ich auch bei Vanilla. Ich hätte ja mal Bock, dann selber eine Karte zu machen oder halt Freeze hier reinzubringen. Ich wette, dann wäre ich reich, wenn das laufen würde. Ja. Mit diesem Mod. Hab ich dich echt erwischt? Ich dachte, ich hätte daneben geschossen. Bestimmt. Ich bin ja leider auch voll Idiot, aber ich bin hartnäckig. Ja, ist gut. Also wie gesagt, da könnt ihr im Hashtag Support, Hashtag Sauercody, einfach mal ein bisschen erkunden. Da gibt's, die Leute sind da echt freundlich. Rastgris, Pix vor allem, der ist ja auch Admin hier, der arbeitet an dem Anti-Sheet. Neko arbeitet am der Saueraufzeichnung gerade, dass die ganzen Demos in einem Archiv gesammelt werden. Da hat er jetzt ein System automatisiert oder ist er am Arbeiten? So, ohne Witz, ne? Da herauszufinden, ob ich cheat oder nicht, ne? Also ich kenne keinen Menschen, der mit der Kamera so widerlich umgeht wie ich, ne? Ich würde sagen, der cheatet. Das ist ein Live-Recording. Das kommt erst noch mit dem Anti-Cheat, glaube ich. Aber die Demos können auch analysiert werden. So wurde ja, dieser Raphael gebastelt. Erkennst du das Zittern noch? Das gibt's heute ja nicht mehr. Die mussten beim Craig-Spielen immer zittern. Das kriege ich auch nicht raus, ey. Mit der Lightgun oder was? Nee, allgemein. Ich zitter eh beim Laufen. Ich zitter beim Schießen, beim Laufen. Das ist immer so ein leichtes Zittern, was da drin ist in der Maus, ne? Das ist eigentlich bei Craig, kriegst du dadurch ein bisschen Tempo ins Laufen. Ach so. Bunny Hopping. Nee, das gibt's im Sauerbrat nicht. Ja, aber dieses, ja. Praktisch Bunny Hopping, ne? Aber jetzt auch im Schießen kriegt das einfach nicht aus meinem Handgelenk, ne? Ich könnte mich auch gar nicht zusammenreißen, wenn ich alles kaputt mache. Ansonsten kannst du probieren, deine Maussensibilität ein bisschen runterzubringen, sodass du. Ja, dann kann ich mich deine Maus kann bewegen. Ich nicht zocken. Brauch ja das Zittern, das entspannt mich, weißt du? Das ist so, gerade wenn ich mich so anstrengen muss, entspannt mich das. Das ist so wie so ein Leerraum, den ich habe. Ja. Dann kann ich so kurz ein bisschen abwibbern und dann kann ich hier weglaufen. Dann ja, genau. Nö, wenn dir das reicht, dann reicht dir das, aber. Wenn du besser werden möchtest, dann nochmal an der Sensibility arbeiten. Damals, als ich angefangen habe, kompetitiv zu spielen, war ich vorher auf 2 cm für eine 360-Grad-Drehung. Das ist wahnsinnig schnell. Das hat schnell, niemand gemacht. Ein dezenter wenn Spieler, der einmal ein Level, der das jetzt noch macht, ist 9 cm. Es gibt Leute, die spielen mit 40, 50, 60. Es gibt einen, der spielt mit 80 cm von der 360 Grad. Ja, Dennis, wie spielst du denn? Ich hab Oldschool. Deine Maus hältst, ne? Du drehst dich einmal so weit, wie es geht, praktisch nach rechts. Wie oft musst du dich drehen? Keine Ahnung, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das messen soll. Ich hab Oldschool Logitech MX518 und die läuft wahrscheinlich gerade bei etwa 800 dpi und die Sensitivity im Spiel ist Standard. Ja, aber Dinger, wenn du die Maus auf dem Tisch hast, ne? Ja. Kannst du die Maus noch einmal mit deinem Handgelenk so weit wie möglich nach rechts drehen und gucken, wie oft du dich umgedreht hast? Nee. Wir machen das so hier oder auch in anderen Arena-FPS. Man nimmt sich praktisch ein Lineal oder Maßband, legt es auf den Tisch, macht die Maus rechtwinklig zur Maßband und dann gehst du zu einer Ecke auf irgendeiner Karte und drehst dich dann einmal in 360 Grad und schaust dann auf dem Maßband, wie viele Zentimeter das sind. Ich habe damals mit 2 angefangen und ich bin jetzt bei 23. Also ich drehe mich 1,5 Mal, wenn ich mein Handgelenk ganz nach links drehe. Das ist eine komplette und eine halbe. Guck ich wieder nach vorne. Ich würde grob sagen, das sind so 3-5 cm eine Umdrehung. Ja, das ist schon ziemlich schnell. Das ist auch meine schnelle Maus, ja. Und ich wurde dafür verrückt. Ja, weil, wie gesagt, du kannst die ja umstellen. Das ist ja hier die legendäre, ne? Die MX518 von Logitech. Bist du nur da? Die läuft wahrscheinlich bei 800 dpi. Ja, okay. Ja, aber mit dpi, also ich weiß nicht, was die Standardeinstellungen sind in Sauer. Und denn ist so schlecht bist du gar nicht, ne? Weil du kannst in-game nochmal die Maussensibilität ändern. Mit Maus
Sensitivity Multiplier. Oh, was habe ich so denn hier? Kann ja mal schauen. Der ist standardmäßig auf 1,0 oder Maus Sensitivity ist 3,0 und Maus UI Sensitivity ist 1,0. Na, die also Stock. Nichts eingestellt. Völlig. Ich hoffe, ihr spielt das alle aktiv, ne? Ich brauche ein kleines Team und dann machen wir so schön. Wichtig ist halt oft. 5 gegen 5, wir werden das schon reißen. Wichtig ist halt oft, dass du die Mausbeschleunigung in der Systemsteuerung bei Windows auch ausschaltest, sonst ist das alles völliger Käse. Manche Games können damit nämlich gar nicht. Also Sauerbraten läuft damit, das geht. Achso. Der kann es abschalten und ignorieren quasi, ja. Aber manche Games, vor allen Dingen ältere Games, die machen damit richtig Ärger, ne? Dann hast du absolut kein Aim in der Hand. Nee, also ich meine, du kannst mit Maus, Acceleration spielen. Das geht. In Pro Play in Quake machen das viele, habe ich gehört. Dass sie damit spielen. Okay. Deswegen bewegen die sich auch manchmal so ekelhaft schnell und dann ganz langsam, wenn sie eine Lightning Gun treffen wollen. Ja, Walken oder über was reden. Sauerbraten ist das nicht so vertreten. Der einzige Spieler, von dem ich weiß, kann man sich eigentlich den Sauerbraten ducken? Nee. Nö. Das ist gar nichts, ne? Ich liebe dieses Spiel, Junge. Das ist einfach so. So aufs Einfachste hinausgeballert, ne? Aber du kannst das einfacher auch kompliziert machen. Du kannst immer auf den Boden springen und schießt gleichzeitig. Ja, das ist auch Rocket Jump. Aber der ist auch ziemlich, muss der ja ernst. Und du fliegst sehr hoch. Also nicht sehr hoch, aber schon ziemlich hoch. Damit kommst du Ecken hoch. Wir haben uns gegenseitig getroffen, ja, synchron. Jump da für mich auch total auf. Das habe ich auch schon festgestellt. Du kannst dich auch teilweise an Wänden abstoßen. Das geht schon. Joa, es geht. Also es gibt einen Bug. Da kannst du dich an schrägen Ecken, wenn nur gerade eine Ecke, eine gerade Ecke hast, eine schiefe Ecke, dann kannst du an der schiefen Ecke hochgehen. Das wurde auch manchmal genutzt, aber das ist ein bisschen komplizierter als ein Bug, glaube ich. Boom, da hat er mich von der Rohre runtergeschossen, ja. Das sah ja geil aus. So, aber Jungs, ich muss euch leider in Ruhe lassen, ich hab morgen Schule. Ja, dann lerne fleißig. Ja, kommst du morgen. Ich wäre auch gern nochmal in dem Alter. Ja, da waren viele Mädchen in der Schule. Ja, das ist wieder dabei. Da waren viele Mädchen in der Schule, ey. Das ist wieder dabei. Nee, Mann. Ich bin Schuhfertiger und es gibt 10 Leute in ganz Deutschland, die Ausbildung machen. Und ich bin der Älteste. Schuster? Und es gibt nur 3 Mädchen und die sind alle. Schuster? Schuhfertiger. Ja, dann kannst du auch mit Schlüsseln und so, ne? Ach so, hier so Schuhstar-mäßig, ja? Nee, ja, so Schuhmacher, Schuhfertiger. Schuhfertiger ist ein bisschen... Dann müssen wir ja eigentlich mit Schlüsseln gut können. Ich glaube, Schuster und Schlüsselmacher gehören zusammen, ey. Schlüssel? Mittlerweile. Eher nicht. Es sei denn, man hat das hier mit den neuen Berufen irgendwie zusammengelegt, aber das wäre völlig strange, das passt ja gar nicht, vorne und hinten nicht. Ja, kann mir easy switchen, aber ich... Ja, Dennis, ich finde das voll mega, dass du dir das immer noch reinziehst gegen mich, ne? Du bist echt, auch ein hartnäckiger Dude. Das macht Bock. Wir gewinnen immer von euch. Ja. What? Ich dachte, wir wechseln uns ab, oder? Manchmal machst du ja übelst lange. Ja, eigentlich wechseln wir uns ab, so immer abwechselnd. Einmal er, einmal ich. Ja, da ist das gute Balance. Da wurden manche Spieler echt gut dabei. Wenn ihr den mal sieht, Fat Monkey Genius, der ist dadurch ultra gut geworden. Der ich glaube auch, wir beide haben nichts dagegen, auch stundenlang zu verlieren, weil du tötest dich keine 4000 Mal, das verspreche ich dir. 4000 Mal? 4000 Mal? Also zumindest so am Stück, so weißt du. So, die lernen ja auch dazu. So. Was für ein Battle hier gerade schon wieder. Und 10.000, 100.000 Kills Todessterben, bevor du deutlich besser wirst. Ding ist, ich bin noch echt Erfahrung. Eigentlich zerstöre ich hier alles bislang. Weil ich spiele halt auch schon 12 Jahre oder länger. Und so viel ändert sich. Also wenn ich mal zurück bin, ich bin in einer Woche, fast genau einer Woche wieder da, dann können wir auch mal spielen. Na, das klingt aber interessant. Ja, bis dahin bin ich aber auch ready. Dann ziehen wir dir die Hosen aus. Zieh mir die Hosen aus. Macht's gut, Jungs. Und wegen YouTube, ich finde, du musst das nicht schneiden, du kannst das hier drinnen lassen. Alles klar, das ist cool. Jo, perfekt. Kannst du mir auch mal linken oder so. Oder auch in Community-Links für die deutsche Community. Da geht's auf jeden Fall. Da kann man das reinposten.
Ja, Dennis, unverblümt. Nimm dir mal die Mühe. Bam. Wir machen jetzt deutsche Community für Sauerbraten. Nee, gibt's schon. Es gibt einen Clan, der ist fast rein deutsch. Ja, ey, ich bin der oberste Gamer, dass ich das nicht einmal gesehen habe, dann kann er ja nicht gut sein. warum kenne ich das Spiel? Es kann doch nicht sein, dass 10 Jahre lang, ich bin Craig-Fan, Hexen-Fan, ich habe alles gespielt, Duke-Fan, aber Sauerbraten kenne ich nicht. Ist einfach Pech. Ja, das ist aber übel Pech. Ist halt doof. Ja, ja gut. So ist die Welt, was wir machen. Schlafen wir. Hau es mal rein, wenn du wieder da bist. Machen wir. Dann petze ich euch. Gute Nacht. Gute Nacht. Richtig geil. Voll witzig, dass die Community so klein sind, ne? Die kennen dich alle. So. Aber ich richte dich echt schon, echt böse hin manchmal, ne? Ja, manchmal, ne? Aber guck mal, ich gehe auch ganz schön ab manchmal, ne? Das ist gar nicht. Ja. Zum warm werden und dann irgendwie, jawohl, Alter, Reaction, bam. Ja, das Ding ist, ich glaube, ich gucke ja nicht mal aufs Fadenkreuz, ne? Ziele. Und das passiert so instinkt, als würde ich die optische Mitte von meinem Monitor sehen. Aus dem so, als Handgelenk, ja. Ja, als würde ich auf diesen Punkt gucken und zielen, ne? Ich, instinktiv halt so, ne? Aber so fahre ich auch Need for Speed ganz gerne. Insbesondere Need for Speed Porsche, weil ich die Strecken halt auch schon kenne, ne? Fahr das aus dem Bauch raus. Nicht so, ja, du musst vor der Kurve auf so und so viel km/h runterbremsen und dann genau die Linie irgendwie fahren oder so. Nee, ich fahre das aus dem Bauch raus. Ich gebe Stopp und bremse aus dem Bauch raus, wenn ich weiß, ich muss bremsen, sonst mache ich einen Abgang. Und baller da durch. Da meinte dann irgendwann auch schon mal einer, wo ich mein Let's Play gemacht habe, es ist irgendwie sagenhaft, irgendwie voll genial zuzugucken, wie ich da durchballer, ne? Wie ich da am Heizen bin, ne? Ah. Ja, man kann es halt auch nicht erklären oder so, ne? Ich kann es höchstens aufnehmen und kann es zeigen, wie ich es mache und dann vielleicht macht man es nach irgendwie, instinktiv dann, ne? Wenn du es selber spielst. Das passiert so automatisch irgendwie, ne? Ja. Ja, einfach aus dem Handgelenk raus hier, zack. Einfach gezockt halt. Hier mache ich die meisten Kills eigentlich ohne zu zielen, so. Ich schieße einfach so rein, halt, also. Einfach rein. Müsste ich eigentlich echt auch mal wieder reinpacken. Ich hab da schon wieder irgendwie voll Bock drauf. Habe ich schon ja länger nicht mehr gemacht, ne? Wieder mein Logitech dran machen hier, mein Driving Force GT und erstmal Need for Speed Porsche nochmal durchspielen. Karrieremodus. Hallo, du hast jetzt Karriere vor dir. Karriere vor dir. Sauerbraten, so. Karriere. Ja, ist so. Ah, ist schon wieder Hunger, ja? Ja, erstmal Sauerbraten. wenn irgendein Game besser als ich, ne, soll er mich bevor er mit seinem Battlefield kommt, ey. Das sind coole Story-Games, so. So wie GTA 5, ich hab die Story echt... Ich hab's noch nicht mal wirklich richtig durchgespielt. Einmal so halt ziemlich weit gespielt und einmal Let's Play angefangen. Ganzes Stück gespielt, aber richtig durch habe ich das auch noch nicht. Aber das ist geil. Macht Bock. Ich hab GTA nicht einmal die Story gespielt, außer dieses Training, wo du am Anfang die Bank überfällst, ja, weil sonst kommst du nicht in den Online-Dings rein. Ich verstehe schon, du bist halt auch einer von denen, der das nur online gespielt hat, ne? Ah. Ja. Weißt du, kaufst dir ein Spiel am besten für Vollpreis, 50-60 Euro, Alter, und guckst dir das Hauptspiel nicht mal an, weißt du? Ja, traurig. Ob da lässt nur so ein bisschen GTA online rum. Die Story und so soll mega geil sein. Ja. Ja, was mich halt nervt, ist, weil das halt immer nur mit deutschem Untertitel ist, keine deutsche Synchrone. Was es bei Max Payne halt durchaus gibt und man kann zumindest einen Deutsch-Patch runterladen. So. Ja, ich hasse das. Kriegst du die Story halt richtig, ey, das ne? Ist einfach nicht auf Deutsch übersetzt, wirklich wenig. Ist halt, du musst. Lesen. Ist halt, wenn du nicht ständig irgendwie auf Englisch so viel zu tun hast mit anderen Menschen, dann, du musst halt immer umdenken im Kopf, ne? Wenn die dann noch anfangen, ihren Slang zu babbeln, dann verstehst du sowieso kein Wort, ne? Ja. Nur nicht mal, dass du das englische Wort an sich verstehst. Und dann noch versuchen, im Kopf zu übersetzen und umzudenken, ist dann so, boah, nee, kein Bock. Ne, allen möglichen Kram, das richtig gute Zeug gibt's halt fertig mit Übersetzung, ne? Das ist dann halt einfach genießen, ne? Und das, wenn du dir das, ne, wenn du dann das immer... Auch, ich finde das auch bei Mangas kacke. Manche Mangas gucke ich echt gerne, aber ich kann nicht lesen und gleichzeitig das Bild angucken. Ja, das ist es ja, das nervt mich dann wieder bei GTA, ne? Ich will das Spiel genießen und will die Story so mitkriegen und nicht ewig dauernd den Untertitel immer lesen, ne? Das nervt halt. Aua. Das ist ein geiles Spiel, aber ist halt leider als Deutscher anstrengend.
Das heißt, du bist halt deutlich fitter mit Englisch, so dass du den Untertitel tatsächlich abschalten kannst, weil du halt alles verstehst. Immer, ne? Wenn du Dragon Ball gucken willst, dann guck doch auf Japanisch. Oh ne? Gott. Aber etwa ich konzentriere, und gerade wenn die Texte länger sind, die sagen ja manchmal mehr als einen Satz, ne? Ich kann gar nicht aufs Bild gucken. Ich hätte es lieber, wenn es mir einer erzählt. Muss also, mal. Eigentlich kein Spiel, was in Only Englisch vertont ist, spiele ich meistens. Kennst du den Streifen Shaun of the Dead? Klar, diesen Kollegen. Ja, der lustige Zombie-Splatter da. Mhm. Versuch dir mal auf Original Englisch irgendein Wort zu verstehen. Du verstehst die englischen Worte gar nicht. Die haben da irgendeinen gewissen, ja, wie ein Dialekt manchmal hier, ne? Wie Bayer, das Österreicher oder so, die verstehst du auch kaum, ne? Geht voll ab. Wenn du den Film kennst, geht das, aber du lachst dich mehr darüber kaputt, was sie da wie sagen, weil das einfach total schräg klingt, weißt du? Aber du verstehst doch kein Wort. Obwohl die Englisch babbeln, ne? Komm, rauchen wir einen zusammen. Such dich mal. Lebt mal wieder. Ja, ich brauche so. Immer eine Zigarette. Ich verstehe ja manche Deutsche schon nicht. Geh mal nach Bayern. Ne? Das ist halt, Dialekt macht viel aus. Ich verstehe im groben Wasser heute, aber tschoch's de moi? Was ist tschoch's de moi? Sein Reines! Hab ich auf den Tisch geschissen, hab ich dann noch Nike geschlagen, hab ich zum Absprossen gehabt. Ja, das sagen auch. Manche Ausländer fragen mich, ich kenne ja viele Polen so, ne? Durch die Baustellen, ne? Was bedeutet das und das? Was bedeutet dies und dies, ne? Mhm. Aber manche Sachen muss ich selber überlegen. Ich sag, Alter, ich spreche Hochdeutsch, ne? Hochdeutsch ist was ganz anderes als in Berlin oder in Bayern, so. Da spricht man wieder ganz anders. Ich sag, ich kann dir nicht alles erzählen, was das bedeutet. Ich weiß das ja selber gar nicht, ne? No. De Blüm. Ja, die Blüme ist das jetzt, ja, Blume, Baum, wobei, Semmel. So ein bisschen hier, ich bin ja als Braunschweiger, dieses Altbraunschweigische ist ja teilweise auch noch so ein bisschen geblieben, ne? Weil wenn dich dann jemand dann doch mal aufmerksam macht auf Kirche, ja, okay, meine Fegen. Ja, das Sprachfehler. Sprachfehler, haut raus. Ich hatte das als Kind, Kirche und Kirsche. Ja, warum auch immer das einer so versteht. Ich meine, ich habe Kirche gesagt, ja, aber trotzdem meint man, man versteht Kirche. Als hätte ich Kirche gesagt, ne? Dann ist ich mir so was. Aber bei dem Ding hier, ne? Ich glaube, bei dem eigentlich Game hab ich echt Bock auf Karriere machen, ne? Ich will mal gucken, ob es noch so echte Leute gibt, die echt One-on-One mit Skill machen, ne? Ich dieses Battlefield-Gemache und ich habe den Aufsatz und den Aufsatz. Heute hat es ja eigentlich kaum noch was mit Skill zu tun, ne? Es gibt 500 Aufsätze, der eine hat Laufen geskillt, der andere hat das geskillt. Ja, wir hatten ja auch eben gerade diese FPS-Story so ein bisschen, ne? Das ist halt nur mal Wumpitz, du siehst es ja. Ich optimiere deinen Rechner mal ein bisschen auf Reaktionszeit, Alter, wir limitieren die Frames auf 60. Ist vollkommen Latte, ist egal. 60 reicht vollkommen aus. Du könntest das auch auf 30 runterruppen, weißt du? Klar, ja, siehst du das so. Ne? Aber bei Cousin Royale, ne? Läuft ja auch sehr flüssig, hat eine sehr gute Grafik-Engine, also ist das... Ja, das könnte man ja eigentlich auch mal reinbatschen, ne? Ja, es lädt... Ich hab das ja runtergeladen den Tag. Ja, es lädt sofort ins Game, sieht besser aus als PUBG, ohne Ruckler, das ist so eine gute... Wie Warframe. Warframe hat ja auch so eine verdammt geile Grafik-Engine. PUBG habe ich mir sowieso schon immer die ganze Zeit so gedacht, Alter, nee, was soll das? Fortnite ist kostenlos, dann kaufe ich mir kein PUBG, Alter. Er sagt, wie gesagt, ich spiele jeden Tag dieses Cousin Royale, ne? Das lädt so schnell, aber komischerweise gibt es da diesen Bullet Drop, den du so schlecht berechnen kannst, ne? Ich habe das Fahrtenkreuz auf ihn und der Typ steht da einfach nur, ne? Ich schieße drauf und treffe nicht. Ich hasse das, Mann. Deswegen, ich mag diese Games so wie hier, das ist ja wie Counter-Strike 1.5. Das ist so draufziehen, tot. Auch hier nicht über deinen Kopf oder so ein paar Meter vor dir zu ziehen, ne? Das ist für die neue Generation. Ja. Aber bei diesem Cousin Royale auch, das ist ja so genau. Umgespielt, das Spiel, halt, ne? So, das ist halt Mumpitz. Du kannst auch überall hochklettern, das Spiel hindert dich an gar nichts. So, dieses Quake Champions, ne? Wenn du da nicht diese Charakterunterschiede irgendwie gepeilt hast, sondern irgendwelche bestimmten Map-Sachen, heißt es fast schon Story-Modus und musst da schon richtig süchtig drauf sein, ne? Wenn du das alles nicht kannst, bist du auch nicht gut in dem Spiel, ja? Ja, will mir einer was von Skill erzählen, ja, und dass ihm seine 1000 FPS, ja, weiß der Geier, so sinnbildlich, ne, dass ihm das irgendwas Besseres bringt. Ey, lern erstmal die Mathematik, wie dein PC funktioniert, dann weißt du, dass dir das gar nichts bringt. Entweder hast du Reaktionszeit eigentlich im Gesamtsystem oder eben nicht. Ja, eigentlich sollten wir alle den gleichen Rechner haben, ne?
praktisch im Training. Ja, die Zeiten sind lange auch, vorbei, das hat's ja mit dem Amiga 500, da hat jeder dasselbe gehabt. Reinspielen. Wir alle sollten wie bei Army oder so, wir sollten alle die gleichen Waffen haben, ohne dass hier irgendwie 2% mehr sprinten, ohne alles, Mann. Das ist ja auch sowieso. Wir haben alle das gleiche und schlagen uns hier in dem Ding, ne? Ja, so ein Cracky von Ravioli, der zeigt's ja auch die ganze Zeit. Der baut da Retro-Rechner, ja, Pentium 1 GHz, ja, so einen alten Pentium 3, ein bisschen Voodoo-Zeug mit rein, Alter. Die Spiele, die laufen bei weitem nicht großartig über 30 FPS die Sekunde und haben noch Einbrüche und du hast trotzdem keinen Input-Lag, weißt du? Aber, also ja, mein Rechner, seitdem halt du mit ihm fertig bist, ne? Es fühlt sich eigentlich in jedem Spiel so an, als würde ich meine Maus im Windows benutzen. Ja, das geht das auch, läuft ne? So 1:1 übertragen, ne? Dass bei dem Mini-Ruckler an der Maus bewegt sich das instant auch zeitgleich mit meinem Monitor. Das ja, so sollte es auch sein. Ja, als würde ich Arbeitsplatz anklicken. Kein Input-Lag, so. Das willst du im Studio mit ASIO ja auch haben. Faktisch ist da mathematisch eine Verzögerung drin, aber die merkst du als Mensch nicht. Input-Lag heißt das, ne? Ja, man schimpft vieles Input-Lag, was aber gar kein Input-Lag ist. Schon alleine die Beschreibung Input-Lag wird ja heißen, dass das Signal, was in deinen Rechner ja, erstmal reingeht, ja, dass das aber laggt, aber das ist ja Quatsch. Das Signal ist ja da. Das ist ja praktisch das, was du meinst, ne? Ja, das fühlt sich ja an, auch das, hier. Das was du spürst. Bei PUBG. Wenn du als wäre ich im Windows, wenn du meinen Arbeitsplatz ja, anklicken. Wenn du es so direkt, ey. Wenn du es bei dem richtigen bezeichnen willst, was es eigentlich darstellt, technisch, wenn halt irgendwas kacke läuft, dann müsste man eigentlich sagen Output-Lag, weil du eine Verzögerung am Output merkst, nämlich an deinem Bildschirm. Weil den Input kannst du ja, du bist nicht der Rechner, du kannst nicht sagen, ja, Signal ist da, wenn du gedrückt hast oder nicht, weißt du, das ist halt Blödsinn. Mein Fadenkreuz. Oh, ich bin nicht erwischt. Wichtig ist halt, dass deine Schalterchen, die du hast in der Kiste, dass sie ausreichen für die Software. Ich hab voll das Movement, ne? Darauf kommt es ja nicht das. Da, ne? Du hast halt ganz normal, nur gerade CPU, das läuft wie eine SPS, speicherprogrammierte Steuerung. Entweder hast du genug Schalter für die ganzen Abhängigkeiten und oder Schaltungen und den ganzen Kladderadatsch oder hast es halt nicht. Der Rest ist halt, entweder hast du Überlast, dann musst du halt gucken, dass du ein bisschen die Details runternimmst, weil es die Grafikkarte nicht mehr packt oder weil die CPU es vielleicht nicht mehr packt. Ja, wenn das Spiel zu jung ist, quasi, dann braucht es halt deutlich mehr Schalter. Kann natürlich sein, dass du komplett auf Low gestellt halt auch nicht klar kommst, dass der Rechner es einfach nicht schafft, weil die CPU einfach alle Schalterchen, die er gerade irgendwie benutzen kann, auf Anschlag läuft. Aber sag mir mal, ein Spiel, das so flüssig läuft, hier geht's ums Töten in dem Game. Ja. Und das ist auch damals schon gut. Das ist gelaufen. Halt wie Oldschool Quake, ne? Das alte Quake. Oder Unreal halt, ne? Warum gibt's sowas heute nicht mehr? Double Kill, Unreal Tournament. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie haben die Leute da keinen Bock mehr drauf oder auch keine Zeit oder so. Mit der heutigen. Muss halt voll üben und so. Mit der heutigen Technik könntest du so ein kleines Game, das so hochskaliert halt wenigstens. Ich sehe ja hier drinnen, ich sehe, dass es pixelig ist, so die Ränder sehen pixelig aus, ne? Ja, ein bisschen Aliasing, ne? Man müsste ein bisschen Kantenglättung mehr reinbatschen, ne? Wie vielleicht. Jahre, das ist doch egal, das könnte man, das dafür, könnte man beheben. Dafür sieht das richtig ohne gut aus. Ohne großen Aufwand, ja. Es ist. Klar, könntest du es jetzt aufblähen auf Optik, ne? Wie jedes moderne Spiel auch, wo es alle drauf abkacken, so, ne? Wenn ich das so sagen darf am YouTube. Wenn man einen Rechner stellt und hier drauf laufen lässt, ey. Ich finde das immer so geil, wenn dann diese FPS-Jäger dann irgendwen erwähnt, der irgendwie E-Sport-mäßig unterwegs ist. Ja, da beachtet man die ganze Mathematik vom Rechner gar nicht. Man baut einfach Höhlenmaschinen, weißt du, wie PCGH oder was auch immer das war. Baut da den Überrechner und das Ding haut Frames raus bis zum Abkotzen, weißt du. Ja, natürlich läuft das, logisch. Aber ja, das ist halt kaum, ne? Ja, dass es halt anders viel logischer geht, weil du halt einfach nicht unnötig Strom verbläst, sondern halt einfach nur das läuft, was halt zu laufen hat und die Hardware einfach nur ausreicht. Da hast du fast echt eine Menge Power raus. Da geht immer noch also was, wir müssen mal ein bisschen Glocken bringen, die Karte mal vorbei. Wenn man das mit dem Auge nicht so sehen kann, ne? Das merkst du, wenn du die Maus in der Hand hast, dass du fühlst es, dass es irgendwie. Ja. Blätter läuft. Und nicht, halt läuft. Und nicht, weil er irgendwie gerade mehr Frames raushaut, weil die Frames haben wir ja eingestellt auf maximal 60. Das ist der Bart ab, mehr macht der Rechner gerade gar nicht, ne? Seitdem das FPS-Limit greift nicht aus dem Treiber, ja, dann hast du vielleicht 120 oder irgendwas. Hier in dem Game habe ich 200. Achso. Hast du unten rechts? Ja, ich habe hier mein Limit durch die Grafikkarte. Ich habe 60 FPS, exakt. Immer 60. Mehr macht er gar nicht. Aber er bricht auch, glaube ich, nicht ein, ne? Nee, gar nicht, weil das Spiel braucht halt einfach gar nichts.
Ja, komm, lass dir das. Das könntest du mit einem Single Core, wahrscheinlich mit einem Pension 4 immer noch wunderbar zocken. Das wird dem gar nichts ausmachen. Aber ich habe hier 200, der geht nicht einmal auf 199. Das Ding. Halt konstant das, da stehen. Dieses Game braucht halt einfach nichts. Oh, gut, einen Kern hat er mal 70%, aber ich habe ja jetzt auch, wenn ich jetzt die Last beobachte, ich habe jetzt Discord laufen, OBS Studio läuft, zieht ja auch ein bisschen an der CPU und so, ne? Das ist. Oh, eine schnelle Runde, ey. Gar kein Ding hier. Ich finde das Ding ist. Hier ist witzig bei dem Game, erstmal ist es das beste Spiel, ja? Ich kann ja eh nichts sehen, wenn zu viel Nebel und Sonne und Explosionen sind, ne? Hier lenkt mich nichts ab, hier geht's ums Töten. Hier geht's ums Töten. Ja, hier geht's echt ums Töten. Hier weiß ich, wenn einer besser ist, auch Movement, ne? Ist ja süß, das wird ja praktisch. Ein paar Vögelchen und links hier. Ja, wenn du mich jetzt beschießen willst, ne, ich bleib einfach und guck mal, wie lange. Guck mal, Details hier. Es gibt doch Grafik in dem Spiel. Hier, da stehen zwei Vögel rum. Und zwar nur Figuren anscheinend. Und so ein Käfer hier. Und jetzt? Ja, Detail, ne? Ne, boom. Also. Ich schieße jetzt mal nicht auf dich und versuche nur durch Movement zu gewinnen, ne? Dass ich dich nicht treffe, meinst du? Nicht zu lange stehen geblieben. Ja, aber Movement ist bei so einem Game schon halbe Miete, ne? Ah, fuck, wollte ich springen. Manche Leute stehen echt vor dir, ne? Die triffst du voll lange nicht, weil der läuft halt so behindert. Ich könnte ja mein Frame Limit, wir können das ja mal testen, ich nehme mal mein Frame Limit raus bei dem Game. Ja, wenn du mich jetzt auch die ganze Zeit wegnimmst, spiele ich nicht, das wäre ja uncool, man lass das mal. Ey, ich weiß, dass es technisch sowieso Quatsch ist, das wird nichts ändern. Entweder habe ich jetzt Skill oder eben nicht, und wenn du mich lang machst, machst du mich lang, dann kann ich ja auch 500 FPS haben. Das bringt gar nichts. Das ist Reaktionszeit, Timing. Ja, das hat mit den Frames nichts zu tun. Dinger, ey. Ey, da haben wir uns aber beide gleichzeitig geklärt. Nur weil die Bude hier Frames raushaut, auch mir irgendwie doppelt so viel wie mein Bildschirm tatsächlich anzeigen kann, wird die Reaktionszeit nicht besser von der Kiste. Wenn ich Pech habe, läuft zwischendurch schlechter, ja. Und dann sinkt mein Skill, weil mein Rechner mir tatsächlich wieder im Weg steht. Also bei mir hast du echt gut. Schwankende Reaktionszeit ist halt auch scheiße, weil du gewöhnst dich ja beim Zocken an das Timing, was gerade läuft. Und wenn das Timing nicht immer dasselbe ist, ja, dann bist du halt auch gearscht. Kommst halt auch nicht klar. Wurde in jedem Game bislang besser. So. Und das hier hat's mir ja eh, ich weiß nicht, bin. Fertig, ich finde das ja mega. Und die Community ist echt nett. Bislang. Warten wir mal ab, ey. Bis wir sie die ersten besiegen hier, ne? Bis sie sich angekotzt fühlen. Nee, das ist ein Bastard! Mit dir spiele ich nicht mehr, du bist ein Cheater. What? Guck mal, er vorhin war auch 22, ne? Oder 21. Mhm. Ich find's eigentlich recht cool, dass es dann doch noch Leute gibt, die sich für so eine Spiele interessieren sollen. Ja, und für Oldschool-Zeug so, ne? Ja. Doch nicht so alles Battlefield geeicht, Alter. Mann! Er rastet aus. Ey, ich hatte den geil. Start, Mann. Er raged erstmal, Alter. Haha, geil. Wieder hoch, los, komm hoch. Warte hier oben, ich warte hier oben, komm hoch. Ich warte hier, komm hoch. Ja, fuck you, Alter. Ja. Campen bringt's halt auch nicht. Boah, taktisches Warten und kein Campen, ne? Der die ganze Zeit eben vor meiner Nase rumläuft und wieder wegläuft. Geil. Komm her. Firebar. Einfach ja, Firebar. Nein. Komm her hier. Alter. Ja, Pam, Alter. Erstmal weggesmashed. Ja. Jetzt? Alter. Give it to me, baby. Aha, aha. Ey, fünfte Mal. Oh yeah. Die Reihe unterbringen. Jetzt hat er mich aber. Skinny Millie hier. Oh, was? Was? Alter, was? Ja, ich kann das auch.
Mein Gott. Boah. Einfach nur mich mal abschießt, Mann. I'm friendly, Alter. Oh. Das war sogar das Gehirn. In your face, meinst du, oder? Ja, wo? Oh, du bist hier gerade. Oh. Weggesägt, Alter, so Glück gehabt. Ich bin voll erschrocken, als du auf einmal da warst. Das brauche ich dir ja nicht sagen, das war natürlich alles geplant, ne? Ey. Erstmal Säge-Battle, ja. Und so. Hey. Und irgendwie auch anders. Boah, der war echt gut. Nice play, ja. Oh. Ah. Ey! Also. Gott sei Dank, Mann. Gott sei Dank, Mann, gibt's die Pumpgun. Pumpgun. Ah. Gibt's doch nicht. Boom. Oh, Alter. Du hast aber auch die perfekte Farbe für hier oben. Man sieht dich so schnell nicht, ne? Ich hab bei meinen Options irgendwas umgeschaltet, ey. Dein Orange hier. Für mich habt ihr ja alle den gleichen Skin, ne? Alle den ich trage. Ich hab irgendwie die Player-Models ausgeschaltet oder so. Aus Versehen. Ey, das gibt's doch nicht! Oh, was? Ja, Mann. Die Fuckersau, ey. Ja, wir müssen mal gucken, dass dein Framelimit besser wird, wa? Das sind die. Wie bei mir hier. Nicht 200 FPS, das, was dein Bildschirm braucht. Dann wird die Reaktionszeit besser und schwankt nicht. Ich glaube, du hast eine schwankende Reaktionszeit an deinem Rechner und deswegen bist du manchmal besser, manchmal schlechter. Der nächste Kill in Fuffi. Ich spiele nicht um Geld, ich spiele um Prestige. Ah, ist Alter, ja. 50 Euro so gut, Mann, Alter. So gut gegenseitig gekillt hier. Ja. Ah. Das treff ich nicht mal. Er läuft weg, Alter, er läuft weg. Ja, da war wieder mit der Kettensäge hinter mir. Ich bin doof. So geil, ey. Oh. Jetzt aber hier. Bam, Alter. Einfach, einfach bam. In your face, ey. Ich glaub, der ging in mein Hirn. Ah. Ah. Nix. Oh. Hat er mich, ey. Gibt's doch nicht. Nicht mit dem Pro. Drecksack, ja. So ein Drecksack. Na, ja, komm her. Oh. Ha! Tja, der war nicht schlecht, ey. Ciao, bello. Oh. Oh nein! Jawohl! War auch immer besser, ey. Sir, yes, sir! Du musst schlechter werden mit der Zeit. Das ist ein Zaubertrick. Nee, going better. Wenn ich mich schon warm spiele, dann ja, spiele ich mich warm und nicht kalt hier. Oh, der war aber. Der war auch. Also macht das Bock, ey. Einfach mal ins Fadenkreuz gelaufen hier. Ah! Ah! Digga! Was? Komm, willst du gleich wieder neben mir spawnen, Alter? Einmal gedreht, bam. Gleich nochmal, weil es so schön war. Es klingt tatsächlich gerade nach Korn, was hier noch musikmäßig läuft. Ich würde ja gerne mal wissen, ob man da die Audio-Files findet, ob man die Musik in-game, ob man die einfach so in Player hauen kann, weißt du? Stimmt. Weil da sind auf jeden Fall Bibliotheksdateien für Dings, für FLAC, also muss da irgendwie was mit Wave oder FLAC-Audio-Dateien rumwuseln, irgendwo im Game-Ordner. Mag ich den Raketenwerfer und so überhaupt nicht.
Alter. Ja, ey. Einfach boom. Dennis, nicht übertreiben, ne? Was denn? Ich spiele halt einfach nur. Macht Spaß. Endlich mal ein Gegner bei sowas hier. Und nicht immer nur jemand mit großer Klappe, Alter, und dann irgendwie hier, ja, keine Ahnung, spiele ich gegen Bot of Easy oder was? Ja, okay. Nur wenn du einen hast, der besser ist als du, kannst du besser werden, ne? Ich hab's geliebt, gegen bessere zu spielen. Weil dann wirst du selber besser. Na, diesmal hast du mir nicht so lang gemacht, ne? Naja. Ey, wenn du jetzt noch eine Runde spielst und es irgendwann Gleichstand, dann kommst du auch in mein Team und wir nennen uns er und ich, Alter. Ich will da kurz mal eine rauchen. Mach mal eine rauchen, oder? Ja, wir mal eine Pause machen. Ja. Ey, bleib mal stehen. Lass mal treffen. Lass mal disconnecten und so, ja.